So, hallo, diesmal haben wir aber Bild. Diesmal haben wir Bild, ich bin munter. Let's go. 34 plus 21 ist gleich 65. So, Schwan. So viel zum munter. 55, 55. Dann haben wir zweimal die 5 drin, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir starten mal damit. So, wir starten mal damit. Zack. Okay, 3 und 2 ist dabei. Kein Plus, keine einzige 5. Okay. 3 und 2 ist sogar richtig an der Stelle. Und 4 und 1 ist noch irgendwo und ja. Okay, also mit der 3 auf jeden Fall starten. Mehr ist leider noch nicht so viel bekannt. Jetzt kommt natürlich dann eine 2. Also muss zwischen der 3 und der 2 ein Rechenzeichen sein. Die Frage ist welches, die Frage ist wie. Machen wir halt mal 3 mal. Komm, wir kontrollieren mal, ob es eine zweite 2 gibt. So. 3 mal 22. Ach so, nee, das ist ja schon Kacke. Das ist ja schon Kacke, weil entweder kommt jetzt das ist gleich. Nee, das ist schon Mist. Machen es mal anders. Wir machen mal. Was machen wir denn mal? Lasst mal irgendwas machen, wodurch man in den Hunderterbereich kommt. Ach nee, das haut ja auch nicht. Nee, so geht das nicht. Also, weil ich will jetzt ja gleich die 4, die 1 und die 2 einbauen. Ich würde gerne gleich die 4, die 2 und die 1 einbauen. Das Ergebnis wäre jetzt hinten eine 4. Ah, nee, das ist Quatsch. Jetzt wäre ja schon dreistellig. Okay, schaffen wir es, einen 30er-Wert mit einem. Ach, aber da ist ja die 2. Die 2 ist an der Stelle ja fest. Interesting. Vielleicht will ich hier dreimal setzen. Und dann, was würde es Sinn ergeben? Wie käme ich auf eine 4 hinten und vielleicht eine 100, eine 1 vorne? Wobei jetzt da eine 2 stehen muss. Und 3 mal 2 ist ja schon 6. Also wenn ich jetzt das als. Na, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel so machen würde, steht hinten natürlich eine 6. Wie kriege ich. Okay, die 1 kriege ich von der 100er Stelle. Die 1 kriege ich über die 100er Stelle. Habe ich Bild? Muss nochmal kurz kontrollieren, ich bin unsicher. Ja. Die 1 kriege ich von der 100er Stelle hinten. Ich muss auf die 4 kommen. Also 100, 106. Kriege ich es hin, 146 zu bauen? Nee, es muss nicht 146 sein. Doch, doch muss es, weil ich die 2 da stehen habe. Die 2 kriege ich nicht weg. Es muss auch kein Mal sein, das ist der Punkt. Also wir überlegen ja gerade, was es so alles sein könnte. Und wir wissen, das Ergebnis ist nicht zweistellig. Das Ergebnis kann natürlich auch noch einstellig sein. Im Moment gehe ich aber von dreistellig aus. Okay, lasst uns mal was ausprobieren. Also 146 ist jedenfalls Quersumme 11, geht nicht durch 3. Gut, dann ist das schon mal passé. Ich muss ja die 4 und die 1 reinbekommen. Und 1
Kann aber natürlich, also die 4 könnte natürlich auch da vorne sein. Oh, ja, lass mal 42 machen. Ja, jetzt habe ich auch die 1 drin. So, jetzt darf ich nur die 5 nicht drin haben. Habe ich die 5 drin? Nein. 3 mal 42 ist gleich, jetzt kommt die 100. 126. Das wäre aktuell möglich. Sehr schön. Jetzt habe ich, das ist, was ich, das ist eine Rechnung, die ich gesucht habe. Genau so was habe ich gesucht. Die 1 ist drin, die 4 ist drin. Jetzt habe ich halt eine zweite 2, aber das wissen wir noch nicht, ob die ausgeschlossen sein wird. Und die 3 und die 2 stehen schon mal an der Stelle, an der sie stehen müssen. Und das ist gleich ist woanders. Ja, das überprüfen wir einfach mal jetzt. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Deswegen fange ich nicht an rumzuraten, sondern überlege. Weil es nämlich wirklich möglich ist, das relativ schnell und in wenigen Schritten zu lösen. Ich meine, es hätte vielleicht noch mehr Möglichkeiten geben können. Aber sehr schön. Sehr schön. Das will ich sehen. Okay. Gut, lasst uns mal immer ein bisschen die Reihenfolge verändern. Wir gehen jetzt mal kurz zu Semantel. Wer Semantel nicht sehen will, skippt einfach bis. Ihr könnt ja in der im Vorschau-Ding gucken, wo, wie weit ich skippe. Wann ich zu Quördel oder Quördel oder so gehe. So, Appreciation war das letzte Wort, keine Ahnung. Wir gessen wieder neu los. Ich versuche immer so ein bisschen halt die ganzen Varianten durchzubekommen, so keine Ahnung, Haus, Garten, ne? Ihr wisst es. Man weiß halt überhaupt nicht, in welche Richtung es ist, aber es ist klar, dass man es nicht weiß. Das ist ja gerade der Punkt der Sache. Okay. Irgendwas Schulisches, irgendeine Sprache, Nummer, Maths. Man muss halt immer wieder auch die gleichen Wörter ausprobieren, weil man ja, ne, nur weil es vorher irgendwie so war, dass es nicht die richtigen Wörter waren. Oha, es waren der 0,05. Komplett weg einfach das Ding. Hä? Ich habe eine negative Similarity. Ach hier, guck mal. The highest possible similarity is 100. The lowest in theory is minus 100, but in practice the lowest is something like minus 34. Es geht also auch. Interessant. Das ist das erste Mal, dass ich dann komplett voll daneben. Ja, wow. Ich habe, glaube ich, bisher noch keine Adjektive probiert, ne? Machen wir mal ein Adjektiv. Okay, das ist kein Adjektiv. Hot, cold, Eis. Mountain. Boah. Police. Man. People. Also Subject ist bisher am stärksten gewesen. Das ist so überhaupt nicht stark. Emancipation. Oha! Okay. Emanzipation. Rechte? Nein, schade. Law? Ja, okay. Emancipation, da hätte ich jetzt einfach mal. Okay. Was gibt es denn für Wörter noch, also die ähnliche Bedeutung wie Emanzipation haben? Ich meine, gut, das ist ja noch nicht. Das ist ja noch nicht der grüne Balken, der hier losgeht. Aber ich meine, 28,17 ist schon mal ein Anfang. Aber ich wüsste jetzt halt nicht, wohin das laufen soll. Emancipation. Ich probiere mal so Sachen wie ethisches Zeug, keine Ahnung. Oha, okay. Ethik ist noch stärker. Empathie? Gibt es Empathie? Heißt es im Englischen genauso? Empathy? Oha, okay. Love?
Oh, okay. Hier. Mir fällt gerade mit S, wie heißt das? Hier. Solidarität, aber wie schreibt man Solidarität auf Englisch? Solidarity? Gibt es das Wort? Ja, okay, aber das ist nicht, geht nicht mehr in die Richtung. Empathy. Friendship? Geht das in die Richtung oder geht es weiter weg? Okay, es geht weiter weg. Humanity? Oha, noch stärker. Okay. Aber halt noch nicht mal ansatzweise im tausendnähesten Wort, ne? Aber wir sind in einer Richtung unterwegs. Humanity. Das heißt denn hilfsbereit? Helpful? Heißt es so? Help? Alleine? Oh. Empathy, Humanity, Human ist aber wahrscheinlich wieder weiter weg, ne? Es geht ja wirklich um die Menschlichkeit, nicht um den Mensch an sich. Social, sozial, wie heißt das? So, ich mach mal Social alleine. Oha! Okay, also wir sind schon in so einer Richtung unterwegs. Aber dann ist doch, warum ist denn dann Ethik nicht so? Oder Ethical ist, muss ich. Oh, ich muss, okay. Ich muss es als Eigenschaft machen. Also man ist ethisch. Nicht die Ethik an sich, sondern man ist, es geht darum, dass man das ist auch. Ne, man hat Empathie, Humanity, man ist ethisch. Korrekt? Ist korrekt? Geht es in die Richtung? Nein, geht weiter weg. Social Ethical. Aber wenn man sich jetzt den Weg auch schon wieder anschaut, ne, Emancipation, womit ging es los? Ich glaube, mit Emancipation hatte ich den ersten etwas stärkeren Treffer. Und dann so, ne, bis jetzt Social hoch. Also, das muss jetzt nicht so sein, dass es in die Richtung geht, aber es. Was gibt es denn noch in die Richtung? Social? Political? Das wäre halt jetzt nicht mehr. Warum auch immer jetzt. Unusual Word found? This word is not in the list of normal words that we use for the top 1000, but it is still similar. Oh, ich hab's falsch geschrieben. Und er hat's angenommen. Willst du mich verarschen? Bruder! Der hat einfach political angenommen. Ich sehe das jetzt erst. Okay, political. Ja, war okay. Oh mein Gott, fünf nächstes Wort. Fünf nächstes Wort. Oh mein Gott, ey. Aber jetzt ist halt wieder. Jetzt ist halt wieder. Jetzt ist halt schon wieder vorbei. Was könnte es noch in die Richtung geben? Politisch? Political? Ich kann mal Politics alleine, aber das dürfte nicht in die Richtung gehen, ne? Politics alleine ist dann wieder. Ah, okay, doch. Also, das ist jetzt dann doch wieder nicht mehr die Eigenschaft des Menschen selbst, sondern Politics, dann, die geht dann einfach so. Political. Also polite, nett wäre wieder was ganz was anderes, ne? Ja, okay. Political. Boah, politisch. Solidarisch, ethisch. Sozial. Aber politisch, jetzt, was geht denn, was ist denn noch ähnlich wie politisch? Weil das ist jetzt ja am nächsten bisher. Political. Diplomatisch. Diplomatic? Schreibt man das so? Ah, ist zu weit weg.
Gerade Diplomatie. Okay, kennt er nicht, dann ist es wohl falsch geschrieben oder es gibt's nicht. Warte, vielleicht der Politician, also dass jetzt doch der Mensch dahinter gesucht ist. Politician? Nein, okay. Der Mensch dahinter ist dann doch nicht gesucht. Wie oft müssen sich Leute verschrieben haben, dass. Ich frage mich nach wie vor, dass Political da drin gelandet ist. Unusual word. Ich verstehe es nicht. Okay. Radikal. Ich meine, ist jetzt wieder was ganz was anderes, aber. Ja, aber okay. Er will halt schon sowas in der Richtung haben. Radikal, politisch. Ich meine, könnte das auch so Terrorismus in die Richtung gehen? Nee, nicht so richtig. Heißt es dann Terroristik? Was ist terroristisch? Terroristik? Okay, gibt es zwar, aber ist es nicht. Political, radikal, Politics. Sowas wie War ist zu weit weg, ne? Ja. Diplomatisch habe ich schon, solidarisch habe ich auch schon. Boah. Aber Politics hat er ja auch weit vorne, also radikal. Boah. Extremistik? Keine Ahnung, Extremismus? Kennt er nicht? Extremism? Das schreibt man so. Okay, das geht auch. Oh mein Gott, das ist alles sowas in die Richtung. Scheibenhonig. Extremismus, Politik. Aber dann, das ist jetzt halt wieder so, ne? Wir finden alles, was so in die Richtung geht, aber wir finden halt nicht das Wort selbst. Was gibt's denn noch in die Richtung? Opposition? Keine Ahnung. Opposition? Nee. Debatte? Ist aber wieder eher weiter weg. Ja. Nee, 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 Extrem alleine ist aber wahrscheinlich auch weiter weg. Political. Politics. Ich glaube, ich gebe auf. Ich denke, ich bin nah genug dran. Ich will ja noch ein bisschen was anderes machen. Ich würde an der Stelle jetzt aufgeben und mich hier mit fünf nächstem Wort zufrieden geben. Mal gucken, ob ich drauf gekommen wäre. Also, das fand ich lustig. Weak. Nee, niemals. 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 Niemals wäre ich da drauf gekommen. Niemals. Ideologisch, ja. Ja, also kann man schon sagen, dass das in die Richtung geht, klar. Aber hätte ich niemals eingegeben. An ideologisch hätte ich niemals gedacht. Was hätte man noch näher angeben können? Okay, alles, was noch näher als Political gewesen wäre, hätte mit Ideologie zu tun gehabt. Okay, in die Richtung wäre ich nicht gegangen. Liberalismus, okay, das hätten wir vielleicht noch einfallen können. Absolutismus, Also Absolutist in dem Fall eher. Ja, dass man die politischen Richtungen so ein bisschen. Ja, okay. Realpolitik als englisches Wort? Okay, interessant. Ja, aber doch. Interessante Richtung. Na, das ging so mit ethisch los und ja, doch, doch, doch. Also, ich finde schon interessant, wie sich das aufbaut hier immer. Hat schon was. Hat schon was. Okay, nice. So, jetzt Quördel.
Jetzt Quirl. Lass mal starten mit. Was hatten wir gerade? Ethik, ne? Warum nicht? Es sind zwar jetzt noch ganz wenig Vokale, aber ich will jetzt mit Ethik starten. Ist mir egal. So. Aber noch nicht viel gewonnen. Wir wissen, kein I ist dabei. Okay, jetzt lassen wir die anderen Vokale abchecken. Wir haben zum Glück das S noch nicht. Das heißt, wir können noch ziemlich gut mit S rumwursteln. Und dadurch, dass wir. Ah ne, E haben wir auch schon abgecheckt. Ich bin doof. E haben wir auch schon abgecheckt. Wir müssen noch A, U, LOL. A, O, O, O haben wir auch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon alle Vokale außer A und U, aber nee, O haben wir auch noch nicht. Okay. Ja, dann lass mal, Soap. Soapy. Ja, dann haben wir alle Vokale weg. Nee. U fehlt jetzt noch. Krieg ich alle Vokale in einen Buchstaben rein? Ihr wisst, was ich meine. Glaub nicht. Na komm, wir nehmen Soapy. Dann ist das S auch weg. Dann haben wir so ein bisschen mehr noch gecheckt. Zack. Okay. Nice. Können wir schon irgendwo richtig losraten eigentlich? Oh, da unten ist Huch. Oha! Ist das schon. Hat's das gestern? Ist deswegen der Kommentar von. Oh, lol. Oh, lol, ich habe mich über den Kommentar von dir gewundert, Counter. Jetzt verstehe ich das erst. Huch, da zeigt es hier unten die Downloads an. Ja, da kann ich ja froh sein, dass ich nichts anderes runtergeladen habe. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Huch, hoppala. Okay. Das habe ich nie. Das ist mir weder. Oh mein Gott. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt raff ich das erst. Ups. Ja, okay. So, wir müssen das U noch kontrollieren. Am besten aber, indem wir noch fünf andere Buchstaben plus U einbauen. Kriegen wir das hin? Bestimmt. Mun, 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 Mung. Nee. An. Nee. Oh, Rumble. Oh, das schreibt man anders. Ups. Ah, mit Ramble, ne, Rumble. Wahrscheinlich. Kumbel, das ist doch super. Okay. Beziehungsweise so müsste man es ja schreiben, Kumbel. Egal. Lunch, okay, Lunch ist blöd, weil C und H ist schon raus. Wobei C und H ist nicht zwingend raus. Wir haben hier einmal. Ja, komm, wir nehmen. Na, wobei. Ach, scheiß drauf, wir nehmen Lunch. Ha, dann haben wir hier nämlich das H festgelegt. Siehst du? Hat sich doch was getan. Okay. Und das U war wichtig. Das U war wichtig. U und das N war auch wichtig. Sehr, sehr schön. Okay, dann lass mal hier unten gucken. Wir haben ein T, ein O,
Ein U und ein N. Ich glaube nicht, dass es mit UN irgendwie losgeht. Das sieht doch mehr sehr merkwürdig aus. Dann geht's vermutlich mit Tun an. So, dann ist aber die Frage, was kann da noch kommen? Es muss ja noch ein O kommen. Aber was gibt's denn da? Tunro, Tundo? Oder ist T ist hinten? Warte mal. Unot. Wie könnte denn Unot? Dunot, Wunot, Bunot, Funot, Gunot. Oder Unto, was könnte mit vor Unto sein? Bunto, Brunto, Wunto, Dunto. Komisches Wort. Ich würde fast bei Tun bleiben. Und jetzt einfach mal gucken, ob es da was gibt. Tunom, Tunok, Tunoi, Tunob, Tunof. Tunok, Tunof, Tunot, Tunor, Tunov, Tunot, Tunon, Tunox, Tunots, nö. Also wenn das O da ist, nicht. So, jetzt die Frage. Tunko, Tunmo. Kenne ich alles nicht, aber ich habe schon oft jetzt die Wörter nicht gekannt. Aber das sieht zumindest so aus, als ob es hier nicht viele Möglichkeiten gäbe. Das heißt, wir sollten jetzt hier schon dann auf das Wort kommen. Weil wenn jetzt alles mit T vorne gar nicht geht, ja, wenn ich alles mit T vorne kombiniert habe und jetzt nichts davon geht, ist das schon ein ziemlich gutes Indiz, was dann Sache ist. Okay. Tunno. Tunto? Nö. Okay. Dann muss vorne ein anderer Buchstabe sein. Lass mal das K vorne stehen. Dann hätten wir Kunot oder Kunto. So. K kann nicht mehr vorne stehen. Lass mal das M vorne stehen. Dann hätten wir Munto oder Munot. Geht auch nicht. Lassen wir mal das N vorne selbst stehen, dann hätten wir Nunto oder Nunot. Geht auch nicht, kenne ich auch nicht. Lassen wir mal das B vorne stehen, dann hätten wir Bunto oder Bunot. Kenne ich auch nicht. V vorne, Funto oder Funot. Kenne ich auch alles nicht. Aber und das O vorne kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wirkt ganz komisch, das O vorne. Wüsste ich nicht. Okay, wir waren bei V, ne? Ganto? Ganot? Rantu? Nee, auch nicht. Ganot? Auch nicht. Wunto? Wunot? Oh, na, aber Quinto klingt komisch, oder Quinot. Nee. Ja, aber langsam wird's jetzt strange. Sunto? Sunot? Xunto? Xunot? Ich hab doch bald alles durch. Was habe ich denn jetzt noch nicht? D habe ich noch nicht. Dunto, Dunot, Funto, Funot? Hä, was habe ich denn jetzt noch nicht ausprobiert? Entschuldigung? Ich habe doch jetzt alles ausprobiert, oder nicht? Hä? Welche Option habe ich jetzt ausgelassen, die es dann scheinbar ist? Weil, hä?
Habe ich den Buchstaben ausgelassen? Ich habe doch alle durchprobiert gerade mit. Hä? Ich habe doch sowohl, als ich das T hatte. Habe ich noch nicht alles durchprobiert? Mit T vorne habe ich doch jetzt alles durchprobiert. Wird immer rot. Dann kann es nichts davon sein. Hä? Bin verwirrt. Habe ich nicht gerade alles durchprobiert? Hä? Hä? Was habe ich denn jetzt nicht ausprobiert? Also, das gibt ja offenbar nur eine Option, die es dann am Ende ist, aber ich habe die noch nicht gefunden. Habe ich nicht gerade alles durch? Ich habe doch gerade alles durchprobiert. Scheiße, was habe ich denn? Ich hab genau das ausgelassen, was es dann ist. Ich muss genau das ausgelassen haben, was es dann ist. Gibt's doch nicht. Hä? Jetzt habe ich doch alles mit T vorne durchprobiert, oder nicht? Es muss ja noch ein O vorkommen. Ich meine, ich habe noch nicht alles mit O-U-U-N probiert, aber ich wüsste nicht, was das für ein Wort werden soll. Ja, probieren wir halt mal O-U-N. Ümt. Ümtsen. Es ist ja noch merkwürdiger. Das kann er überhaupt nicht. Hä? Oh, warte mal, nun? Nee, habe ich doch auch schon ausprobiert. Ja, eben. Hä? Okay, keine Ahnung. Haben wir T und O noch irgendwo? Hier haben wir auch noch ein T. Gut, dann. Das T ist auch nicht da, das heißt, wir können gleich mal gucken, wo das T auch nicht da unten ist. Hier haben wir nämlich auch fast alle Buchstaben. T-U O-H. Also. Fast die gleiche Scheiße wieder unten. To, tu, touch. Ah ne, C ist raus. Tough. Tough wäre denkbar. Let's go. Okay, tough. So. T ist nicht vorne. T ist nicht vorne. Kein G, kein H. Okay, H war eh raus, aber gut. Hier war H halt drin, also musste es da rein. So, das hier wird kritisch. Da ist noch gar nichts. Und hier haben wir, okay, hier haben wir auch vier Buchstaben. Wir haben A in der Mitte fest. Kein L vorne, kein E vorne. Sagen wir mal, das P ist vorne. Gibt es Plague? Nein. Gibt es Plape? Nein. Gibt es Plane? Nein. Gibt es Plake? Nein. Habe ich, glaube ich, gerade geprobiert, ne? Play? Nee. Ich meine, muss ja auch nicht Pilz sein. Kann ja auch, ja, Pfe, Pfa. Fame. Fähre. Ich glaube, PF gibt es im Englischen gar nicht so krass, oder? Gibt es da PF? Wüsste ich jetzt nicht. Muss ja auch nicht mit P anfangen. P könnte ja auch woanders sein. Zum Beispiel vor dem A. Lass mal. Okay, was wäre mit. Das hört P-A-L-E. Pale? Was könnte vor Pale stehen? Nichts, was hier möglich ist. Nee, nee, nee. Da ist nichts mehr möglich. So, also P steht nicht vor A. Wobei Pale.
Nee, wüsste ich auch nicht. P steht auch nicht hinter A direkt. Also kann P dann nur am Ende stehen oder am Anfang? Lassen wir P mal am Ende stehen. Dann könnte es mit Alb aufhören. Dann muss aber das E vor dem A sein. E halb, Me halb, Re halb, D halb, P halb. Klingt komisch. Jetzt lassen wir mal nicht das L vor dem P stehen, sondern muss das E vor dem P stehen. Eib, Leib, nee. Also ich würde sagen, es geht mit P los. Aber nach P kann ja fast nur. Ah, warte, Pi. Gibt's Piel? Gibt's Pielt? Piel? Piel? Piels? Pielx? Pearl! Found it. Got it. R haben wir noch nicht drin? Ja, Pearl. Pearl. Pearl ist es. Nice. Haben wir jetzt durch den neuen Buchstaben R irgendwo irgendwas gewonnen? Oh ja, hier ist jetzt ein bisschen mehr passiert. Okay, aber das ist eigentlich auch nur der Teil. Na, da ist nicht so viel passiert. Aber wir haben jetzt noch vier Guesses für zwei Rätsel. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das läuft mal deutlich besser als sonst. Wir wissen jetzt schon, T ist nicht vorne. Aber das ist nach wie vor, also hier bin ich nach wie vor komplett verwirrt, was ich für Kombinationen jetzt noch nicht gemacht habe. Weil, also ich weiß ja, dass U und N in der Mitte ist. Dann muss hinten jetzt O und T sein. Das ist jetzt schon fest, dass hinten O und T ist. Was habe ich denn vorhin für eine Kombination nicht genommen, die es dann sein muss? Ich probiere jetzt wieder alles durch. Es tut mir leid, es dauert jetzt, aber es ist so. So, wir starten mit K. Dann habe ich entweder TO oder OT. Geht beides nicht, vorbei. Wir starten mit J. Dann habe ich jetzt entweder TO. Habe ich J nicht ausprobiert? Ist es Junto? Okay. Gut. Es ist Junto. Meinetwegen. So, wir starten bei dem Wort da drüben nicht mit L und wir beenden es nicht mit L, aber wir haben ein E an der zweiten Stelle. Vor dem E könnte noch ein D stehen. Zum Beispiel Dell. Delle, Delef, Delet. Delet gibt es? Okay, wir haben eh zwei Guesses, die ich machen kann, bevor ich zum Wort komme. Dann kann ich auch das ausprobieren und kann so vielleicht feststellen, ob zumindest L in der Mitte steht. L steht in der Mitte und es gibt ein zweites E. Jetzt wird's interessant. Okay, kein D. Und das zweite E kann ja nicht vor dem ersten E stehen. Das sieht ja ganz komisch aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also muss das letzte E am Ende sein. Also haben wir Ill nochmal irgendwas E. Das muss doch jetzt möglich sein, das zu finden. Das muss doch jetzt möglich sein, das zu finden. Gibt es Melbe? Nein. Gibt es Melve? Gibt es Melfe? Gibt es Melke? Oder Melle? Was, könnte es auf Elle aufhören? Welle, aber das ist halt nicht Englisch. Nee, Elle kann ich mir nicht vorstellen. Melkse? Melze? Nee. Dann haben wir jetzt alles mit M am Anfang durch. Lass es mal mit K anfangen. Kelme. Habe keine Ahnung. Kelbe. Kelve. Kelke. Kelkse. Kelse.
Sind Wörter, hätte ich noch nie gehört, aber ihr wisst Bescheid, man muss ja ausprobieren. Okay, ich fäng nicht mit K an. Lass mal mit B anfangen. Belme. Belke. Belve. Belfe. Belve. Belke. Belze. Belgse. Nichts. Lass mal mit V anfangen. Welme. Welke. Welbe. Welve. Welfe. Welve. Welke. Welkse. Welse. Nee. Lass mal mit F anfangen. Okay, wann habe ich aufgehört aufzunehmen? Wann bin ich auf Ö gekommen? Ich hoffe gerade erst. Ich habe es jedenfalls gelöst. Es war ein Hard Try am Ende die ganze Zeit. Ich habe so durchgeraten, was für Buchstaben auch übrig sein könnten. Ich habe es jetzt jedenfalls gelöst. Ich habe keine Ahnung, wann ich auf Ö gekommen bin. Ich muss bei irgendeinem L, wo ich auf L drücken wollte, habe ich auf Ö gedrückt und damit habe ich die Aufnahme beendet. Ach, das ist doch. Ich muss, glaube ich, für solche Aufnahmen den Buchstaben ändern. Okay. Ja, ich weiß nicht, bei welchem L. Ich hoffe nicht bei dem L oder so. Keine Ahnung, bei welchem L ich das jetzt. Ich schätze hier, weil ich habe ich jetzt ganz oft L gedrückt und dann bin ich wahrscheinlich irgendwann statt auf L auf Ö gekommen. Okay, war doof. Muss ich mir merken. Dadurch ist vielleicht das Video jetzt kürzer, weil ich habe gerade echt lange hier rumgedingst. So, ich wollte aber eigentlich nachschauen, deswegen bin ich überhaupt in die Aufnahme zurückgegangen und habe dann gesehen, dass es nicht mehr aufnimmt. Ich wollte eigentlich nachschauen. Ich weiß, dass das Bild weg ist, keine Panik. Ich wollte den Google-Übersetzer wieder öffnen, um dann in die Google-Suchleiste was einzutippen. Hust. So, ich wollte eintippen, was Bell heißt. Warum? Bell gibt es auf Englisch? Ist das nicht Französisch oder? Keine Ahnung. Bell. Schön. Ja, übersetzen aus Französisch will ich doch nicht. Ich will doch, dass es Englisch ist. Das ist doch gerade der Punkt. Wieso jetzt Japanisch? Was ist denn jetzt kaputt? Englisch. Heißt einfach auch Schöne. Beauty Bell. Okay. Meinetwegen. Meinetwegen. Dann wollte ich Junto noch nachgucken. Was für ein Wort ist Junto? Wo ist denn jetzt schon wieder mein Übersetzer hin? Hey, ich hatte ihn doch gerade offen. Hey, wo ist der Tab? Hallo? Moment, ich muss hier mal kurz. Freunde! Nein! Freunde! Klappe! Wo ist jetzt. Wieso gehen jetzt die anderen Tabs auf? Hallo, was ist denn. Nicht, dass jetzt das nächste hier. Ist hier mein Google-Übersetzer? Da ist mein Google-Übersetzer-Tab. Ich schieb das mal darüber. Ich schieb das mal darüber, dann habe ich das immer neben Quirtle. So, okay, perfekt. Weil dann kann ich nämlich einfach hier hin und her springen. Zack. Okay. So, Junto. Junto. Okay. Übersetzen aus Sprache Spanisch. Nein! Englisch. Was ist Junto? Ich gucke jetzt hier oben, Junto. Was ist Junto Deutsch zusammen? Spanisch. Großen Teil Junto-Geschirr, Junto-Serie. Junto, auch Lederschurzen-Club. Selbsterziehungsclub von Benjamin Franklin. Alter. Die anderen Wörter kenne ich. So, wisst ihr, womit wir jetzt starten? Wieso kein Internet? Okay. Wisst ihr, womit wir jetzt starten? Wir starten jetzt mit Junto. So, da haben wir nämlich ein J und ein O schon drin. Ein U und ein O schon drin. Hier.
Stabil. Dann nehmen wir Pearl. So. Wow. Hat das Ding überhaupt Vokale? Lieb. Lipsi. Gibt's nicht. Oh. Oh. Gibt's Lispy? Ach so, P ist ja. Ah ne, P muss ja dabei sein. Lispy gibt's auch nicht. Welches Wort? Also, I ist das einzige Wort, was noch übrig ist. Das ist auch crazy. Okay. Ach, L muss ja am Ende sein. Ups. L muss ja am Ende sein. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Spill. Hatten wir, glaube ich, schon ganz oft. Hatten wir das nicht schon ein paar Mal? Habe ich nicht schon ein paar Mal das Wort Spill oder war es mal Still? Kann auch Still gewesen sein. Ja, crazy. Ja, crazy, dass es das einfach gleich war. Okay, so. Junto. Ist ja auch ein deutsches Wort. Das ist ein deutsches Wort. Ach, es ist doch alles bescheuert. Also, glaubst es. So, wir nehmen Tafel. Tafel. So, ein T, Mensch. Stich. Okay, das S ist am Anfang. Aber kein T. Nee. Wie kriege ich das T denn jetzt da unter mit einem S? Also wir können auch Sche. Aber jetzt brauche ich, jetzt hätte ich nur noch einen Buchstaben und dann das T. Nee, das haut nicht hin. Das könnte noch nach einem S kommen. Oh. Sod. Sod. Nee. Som, son, sod. Sort. Aber Sorte geht nicht, weil E ist raus. Sonst. Okay, T ist am Ende. Kein zweites S, kein O, kein N. Welche Vokale bleiben jetzt noch? U. U bleibt noch. Okay, Su. Summt. Man summt. Man summt nicht. Man surrt. Man surrt auch nicht. Mein muss ja auch nicht gleich kommen. Kann ja auch so Spu. Vielleicht spukt man? Man spukt auch nicht. Schade. Der spurt. Endspurt von diesem Video. Ich muss gucken, wie viel es bei Quirtle rausgeschnitten hat. I'm sorry, bin wohl auf Ö gekommen, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen, das war eine interessante Folge. Vor allem das Semantel war irgendwie cool, weiß nicht. Aber ja. Und tschüss.